Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Dasselbe könnten wir dich fragen. Das ist Sintluftschiff. Und die erste Dame in unserem... Duo. Jetzt ist ein Trio. Wir nennen sie Baby. Ich bin Baby. Und damit ihr wisst, mein Vater und ich haben die Teile dieses Schiffs in Kasus geschmiedet. Also bist du die Tochter des Schmieds. Dann helf uns, einen Mithril zu schmieden. Ja, denn das ist der einzige Weg, den Fluch, der auf Kasus liegt, aufzuheben. Ich kann keine Mithril schmieden. Das habe ich nicht gelernt oder nicht lernen wollen. Na super, Sid wird über diese Neuigkeit nicht gerade begeistert sein. Moment, ich weiß aber, wo wir einen Ring finden können. Mein Vater hat vor langer Zeit einen Metallring für Konix das Tunkelschmied geschmiert. Er sollte noch in seinem Besitz sein. Lass mich mitkommen. Ich kann zwar keine Metallringe schmieden, aber ich möchte Papa und den Bewohnern von Kasus helfen. Sie soll wirklich mit uns kommen, Coco. Du hast recht. Wenn das Mädel nicht schmieden kann, kann sie vielleicht kochen. Sehr lustig. Erstmal kurz für keine Prüfung. Erstmal. Oh, das ist neu. Achso, gut, das müssen wir zerbomben. Wir können aber nicht mehr. Was ist das? Können wir hier schon hin? Wie lande ich denn? Das war's nicht. Was ist? Verdammt. Erstmal alles. Irgendwas könnte ja sein. Oh, verdammt. Nach langem Suchen habe ich dann auch verstanden, dass ich drücken muss, wenn ich fliegen muss, wenn ich landen möchte. Das habe ich jetzt natürlich einmal rausgeschnitten, weil ich glaube, das wollt ihr nicht sehen, wie ich hier 5 Stunden versucht habe zu... Also wie ich zu landen habe. Ich habe... Hallo? Während meiner Abwesenheit wurde ein furchtbarer Fluch über die Bewohner von Schloss Susan gelegt.
Man sagt, dass sie nur die Kraft eines Mithridrings retten könne. Aber Kasus hat das ja gleiche Schicksal wie Sesun erhalt. Ich muss etwas unternehmen, aber wo finde ich nur einen Mithridring? Ich bin die Tochter des Schmieds aus Kasus. Der König muss meinen Vaters Ring noch haben. Wir möchten uns den Mithridring eures Königs leihen. Um Kasus zu retten, lasst ihr uns durch? Eine Audienz mit dem König? Ja, das kann ich organisieren. Kommt, ich werde im Thronsaal auf euch warten. Dann gehen wir mal nach, wa? Schauen wir uns mal einmal hier um. Im Westturm. Oh Gott, kann ich schon kämpfen? Oh, sie sind halt ein bisschen mehr. Oh. Sie halten tatsächlich. Oh. Nein. Oh je. Oh Gott, bin ich da. Nein, wir losen. Ja, aber ihr habt mich gespeichert. Schön ist hier natürlich auch, dass man die ausrüsten kann. Bitte zurück. Tschüss. Ich werde Coco erstmal gleich einmal heilen müssen. Oh, Baby auch. So, ich benutze einmal Potion auf Coco. Was glaube ich nicht nötig gewesen wäre, aber ich will das lieber so einmal haben, nicht, dass da irgendwas passiert. Und er lebt nicht mehr. Ich greife ihn an. Sie heilt. Nein! Habe ich jetzt wieder Coco angewählt? Ich hoffe nicht. Nein, 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 nein. Sehr gut. Dore Blume. Die war echt scheiße. Muss man jetzt mal so sagen. Es tut mir leid. Neue Stufe. Sehr gut. Dann gehen wir hier doch noch nicht hin. Das ist mir zu heikel. Das müsste, glaube ich, hier hin. Wir übernachten einmal hier, damit wir da einmal kurz vollständig geheilt sind. Und wir schlafen jetzt und sind geheilt. Ah. Ich hab Klauenschein. Alles wieder hergeschaltet. Ja, die Sache ist die. Will ich wirklich erleveln? Lohnt es sich jetzt? Ich glaube, es lohnt sich noch nicht mal mehr. So, von daher gehen wir jetzt wirklich schnurstracks. Wie könnte man nochmal durch, ne? Eine Phönixfeder. Ich finde, das ist schon wichtig bei Final Fantasy-Spielen eigentlich, dass man so gut wie alles abgrast, um natürlich auch das meiste. Oh, 1000. Das meiste, nochmal 1000, schön. Das meiste hier abzukriegen. Hier ist also nichts. So, weiter geht's. Mal höher. Da kann ich hier noch mal rum. Ah, cool. Lederschild, sehr gut. Da müssen wir den kaufen. Und Eis. Also leider muss ich dann, glaube ich, in den sauren Apfel beißen und ein bisschen... Ach, da ging es los.
und so ein bisschen zumindest immer hier gucken, dass ich zumindest die Schätze schon mal mitnehme, oder? Weil dann wird es ziemlich... Also ich schneide es dann einmal raus. Es ist zwar mega viel Arbeit, aber was soll's. Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ich glaube, die sind so schwer, die Kämpfe, oder? Heiliger Pfeil. Ja, eigentlich komme ich hin. So wichtig ist es ja auch nicht. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwas kommt. Ich glaube, ich speichere auf einmal. Nö. Oh. Eine Potion. Ein Holzpfeil. Ein Bogen. Sehr gut. Ich hoffe, nichts kommt jetzt. Bitte, 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 bitte nichts. Das ist halt immer, wenn man, das ist halt immer dieser Angst. Man läuft irgendwo hin. Ist immer so abgelenkt. Also man ist immer, man will ja immer alles haben, ne? Final Fantasy, jeder Final Fantasy-Spieler wird mir zustimmen, wenn man sagt, ja, du musst alles eigentlich abdrücken. Aber dann kommen solche doofen Gegner und machen einen das, machen einem das Leben zur Hölle fast. Ich habe sie wieder nicht gespeichert. Ein Heiligenpfeil. Ein Holzpfeil. Ich gehe nochmal höher. Ich hoffe wirklich nicht, dass da irgendwas jetzt kommt, woran ich mir die Zähne ausbeiße. Ein schlechter. Nein. Ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Sie kriegt erstmal statt dem Messer den Bogen in die Hand. Ich glaube, sie braucht. So, okay. Das hätten wir. Bitte, lieber Gott, lass uns nicht sterben. So, er auf Baby. Er greift an. Greift auch an. Oh je. Also er macht 50 Schaden, ne? Sehr gut. Sehr gut. Oh, bitte, lieber Gott. Ja! Sicher nicht! Hey, ich hab mich gespeichert! Egal, ich hab mich für nichts wieder. Ich bin sehr tot. Oh. Ich liebe euch. Juhu! Ich will jetzt erstmal gar nicht reden. Ich will erstmal aus dem Bogensturm raus. Tut mir leid für die Kraftausdrücke. Nein! Oh ja, 4. Ich glaube, jetzt auf Wiedersehen. Nein, nein! Puh. Nee, habe ich keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann war das ganze Mist von umsonst. Warte mal, kann ich jetzt hier nicht speichern? Hm. Schnell speichern reicht mir erstmal. So. Ja, ja. Ach, das ist doch doof hier. Auch dieses immer ewig. So, dann gehen wir weiter den Weg, den sie auch gehen sollen. Das sind hier diese ganzen Bediensteten. Wir sitzen aber ganz schön in der Patsche. Was wird denn aus unserem Königreich werden? Gut. Der Fluch des Djinns hat uns alle getroffen, auch mich.
Eure Majestät, diese Jünglinge und Dame begehren euren Mithrilring, um den Fluch, der auf uns und Kasus lastet, aufzuheben. Der Mithrilring möchte seine Kraft benutzen, um den Djinn wieder zu bannen? Dann will ich ihn euch gewähren. Doch meine Tochter trägt den Ring und sie ward verschollen, als sich der Fluch über uns legte. Wenn die Prinzessin den Ring bei sich trägt, dann hat sie vielleicht den Djinn entführt. Wenn er Sara wirklich in seine Höhle im Norden verschleppte, dann bange ich um ihr Leben. Keine Sorge, Majestät, wir bringen sie zurück. Eure Majestät, mit Verlaub, ich möchte mit den tapferen Kriegern in die versiegelte Höhle ziehen und Prinzessin Sara befreien. Ich schmelze, aber ich finde den Namen nicht so schön. Ein treuer Soldat aus den Streitkräften von König Sasune. Sasuna wahrscheinlich. Der nur knapp dem Fluch des Djinns entkommen konnte. Sein wichtiges Anliegen ist es, die verschollene Prinzessin Sara zu finden. Du heißt... Warte. Nein, es passt nicht. Das wäre ja zu schön. Und wie nennen wir dich denn? Also ich finde, weiß nicht, japanische Spiele sind auch immer prädestiniert eigentlich dafür, dass man den Leuten, die man spielt oder mit denen man da was zu tun hat, irgendwie was Japanisches gibt und darum... Wie hieß denn das eine? Warte, da muss ich mal überlegen. Wie hieß das denn? Ja, 6 Zeichen, ich hab's jetzt auch gesehen. Heki ist ganz gut. Das ist ein finnischer Name. Also wenn ich meinen Hund habe, der männlich ist, heißt er Heki. Wird aber geschrieben wie Heike, von daher lassen wir das dann lieber doch. Oh, Leute. Und wenn ich einen Sasu? Weiß ich nicht, oder? Doch, wenn er ihn jetzt Sasu und gut ist, dann sind wir alle glücklich. Dies seid ihr gestattet, Sasu. Wenn niemand Einwand erhebt, natürlich. Natürlich nicht. Sein Schwert ist zweimal so viel wert wie dieser zwei hier. Hey, das ist nicht fair. Aber ein Ritter seiner Majestät würde uns wirklich helfen. Ja, jetzt sind wir ein Quartett. In der versiegelten Höhle befindet sich ein Geheimgang. Sucht nach dem Skelettschlüssel. Ich verlasse mich auf dich und deine Freunde. Sasu, banne den Djinn und rette uns. Ja. Hat er denn schon irgendwie was drin? Oder muss ich den erst bestücken? Also, den Rüsten. So. Natürlich hat er auch noch so einen... Den... So, kann ich dann auch, nee, das kann ich nicht. Mit 2 arbeiten. So, da bin ich eigentlich mit ganz zufrieden. Da kommt er ganz gut. Der kommt ganz gut damit zurecht. Baby ist auch ganz gut ausgerüstet. Ne, alles gut. Gut auch, dass ich das jetzt vielleicht schon geholt habe. Dann bin ich dem Spiel vielleicht schon etwas voraus. Das ist ja letztendlich ist es ja egal. So, dann laufen wir mal weiter. So, wir drücken Enter und zieht hier eine an. Wir können. Dafür müssen wir jetzt auch so welche. Aber jetzt, bevor ich da großartig reingehe, werde ich auf jeden Fall einmal speichern. Wenn ich noch gar nicht gespeichert. Speichern! Ja. Juhu! Da sieht man auch schon, wir spielen schon 1 Stunde, wow. Na gut, ein bisschen schneide ich ja noch raus. Das war echt peinlich. Das muss niemand wissen. So, wir gehen da mal rein. Okay. Ich kann ja noch kein Set drücken. Oh, hallo. Oh, diese doofen Skelettritter, ne? Sterbt doch alle auf einmal so. Oh, mit dem Schlechter, glaube ich, hatte sich das. Nein!
Doof, Mann. Das war aber auch nicht sehr viel. Es sollte vielleicht doch ein bisschen leveln. Ne, war alles gut. Ich dachte, der, bitte nicht du zuerst. Und jetzt sind wir schon zu dir, sind wir jetzt, du sollst abstiegen, wie zu allen, wie nein! Ja, toll! Und hierzu geht gar nicht gut, ey. Toll. Ein Skelett und eine doofe Mumie, ey. Man, dürfen wir zuerst angreifen? Da ist schon wieder das Doofe. Ich sag immer Doofe, ja, ist es ja auch. Ich mache auch gleich erstmal bei Baby einmal Vita rein. Und sie erstmal heilen. Nein! Oh ja, sicher. Du doof, Mann. Du bist doch echt. Ich hab's mich jetzt nicht sehen. War so auch besser geworden. Schön. So, mal kurz gucken, ob er überhaupt noch lebt, ne? Die benutzen. So, zurück. Okay, erstmal das reicht erstmal. So, wir gehen erstmal auch kurz uns heilen. Ansonsten ist es mir, ich habe keine Lust jetzt 10-mal. So, ich mache auch noch wirklich eine kleine Runde, wo ich dann wirklich einfach nur noch level. Ich meine, so schlimm ist das jetzt. Dramatisch ist es jetzt auch nicht. Wir gehen einmal kurz heilen. Nochmal einkaufen. Wir haben jetzt auch so viel Geld. So, zack. Und alles wieder hergestellt. Super. Ich sehe nicht ein, immer so viele Potions da zu verbrennen. So. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Wo ist denn der Itemladen? Aber da oben. Nee, da war er nicht. Wo war der denn? Ich glaube, der war im Innen, ne? Tatsächlich der alte hier. So, Potion brauchen wir ganz viele. Oh, da können wir ruhig noch ein paar mitnehmen. Wie viel haben wir denn? Sieht das da irgendwo? 6. Dann nehmen wir noch 4 mit. Sehr gut, haben wir 30 Stück. Reicht erstmal dann nochmal einen von. Nein. Man ist immer so gewöhnt, auf ESC, also Escape zu drücken. Ich bin raus. So. Einmal kurz speichern. Wieso ist der denn tot immer noch? Ist da jetzt echt nur Phönixfeder draufgelegen? Oder ist der vielleicht erst wieder, wenn wir schlafen gehen? Mal grad mal gucken. Mal hoch. Oh, ich hoffe, du willst kein Geld dafür, weil normalerweise in Final Fantasy wollen sie ja maler Geld. So, guck mal. Ah, ich habe geschlafen. Ja, ja. Schön. Warum geht das denn nicht? So. Müssen wir nochmal einmal fix? Nein. Ja, schnell einmal nochmal übernachten. Das ist ja alles ein Kuddelmuddel. Dann da sind ausgeruht. Ich hab geschlafen wie ein Stein. Ja. MP? Wieso MP? Wir haben gar keine MP, oder? Magic, ja doch. Aus. Und nochmal speichern. Das ist unfassbar, ne? Aber ich glaube, es gibt ja nur
Nur in Final Fantasy 8, glaube ich, weiß ich das. Dass man da immer so ein bisschen bedacht ist, nicht darauf viel zu speichern. Bis man diese Dollet-Mission da abgeschlossen hat. Naja. Also ich für meinen Teil würde mich jetzt erstmal hier einmal kurz verabschieden. Ich hoffe, dass das Programm aufgenommen hat, auch wenn es zwischendurch mal einmal so ein bisschen abgestürzt ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Final Fantasy 3. Bis dann, tschüss!